So, dann herzlich willkommen zum Mitternachtsupdate. Meine Stimme geht es ein bisschen besser. Trotzdem werde ich es auch sowieso kurz halten. Besonders viel ist eben nicht passiert. Schauen wir zunächst einmal den Dow Jones an. Der hat jetzt hier den zweiten Tag hintereinander nicht den Widerstandsbereich überwunden, aber dynamisch oder bärisch abgeprallt ist er bislang natürlich auch überhaupt nicht. Ja. Es gibt natürlich wieder Hoffnung, aber wie eben die anderen Kerzen, die letzten anderen Kerzen verlaufen sind, ist es jetzt hier noch nichts weltbewegendes, ja, oder? Darauf sollte man jetzt nicht unbedingt setzen, dass es jetzt wirklich dieses Szenario, was ich eben Anfang letzter Woche gewollt habe, dass es eben so eintritt, ja. Ich setze zwar immer noch darauf, deswegen schaue ich mehr nach Short-Szenarien oder nach Short-Einstiegen, aber man soll es nicht zu sehr versteifen. Aber bislang passt es noch hier eben haargenau. Future sieht es auch nicht anders aus im Moment. Nachbörslich bewegt sich der Markt kaum. Also die 50 Punkte, die er jetzt heute verloren hat, beziehungsweise von dem Hoch sind es dann insgesamt 100, die bleiben aktuell. Im S&P Index, da habe ich mal den normalen, also die New York-Sitzung genommen. Die Kursquotierung. Und hier sieht man eben auch schön, da ist eben auch im 4-Stunden-Chart kaum ein einziger Kurs unter dem Rainbow. Also hier ist der Trend komplett intakt. Ja. Hier könnte es möglicherweise eben unterhalb von 2097 zu etwas Abgabedruck kommen. Die Anlaufzonen wären dann 2080 zunächst. Und ob er dann hier den EMA 38 anläuft, ist mit der Bullenpower natürlich zu bezweifeln erstmal, aber beim Bruch dieser Marke könnte diese Zone angelaufen werden. Daraufhin habe ich eben auch den Nasdaq mitgebracht heute noch. Der hat hier seit dem großen Gap, das ist jetzt auch direkt der Nasdaq selbst, die US-Quotierung, hier hat er seit dem Gap hat er jetzt einen Aufwärtstrendkanal in etwa ausgebildet, ja. Und hier läge jetzt die Unterkante direkt an der Special-Marke von 4681, die eben zweimal angelaufen worden ist. Hier sah es wirklich schön aus, dass es eben weiterfällt, aber die Bullen haben hier kräftig zurückgeschlagen. Und innerhalb von dem Trendkanal kann man eigentlich nur sagen, es bleibt halt bullisch. Also da dazwischen, wir sind jetzt hier schon im Stundenchart, da lässt sich nichts ableiten. Also jedes Hoch war hier immer noch höher, auch das kleine Hoch hier. Vielleicht mit dem Bruch, ja, der 4700er Marke könnte hier ein bisschen Abgabedruck kommen, aber der größere wird wahrscheinlich erfolgen, wenn diese Marke bricht auf Stundenbasis. Besser ist. Ich könnte hier natürlich auch nur ein Fehlausbruch kommen, kurz hier runter gappen und dann direkt wieder zurück in den Trendkanal folgen. So, dann noch kurz zu dem Setup, was sich so eingebürgert hat, dass ich spätestens zur Mittagszeit ein Setup auf dem Dow Jones oder jetzt, wenn da was Besseres zu sehen ist, eben den DAX vorgestellt habe und dieses kurzfristige Setup, das war jetzt auf dem 15-Minuten-Chart heraus, war halt so, dass hier sich zunächst natürlich ein Aufwärtstrend etabliert hat, plus eben immer wieder ein Antest der Gap-Marke vom Stunden-Chart heraus, ist es die Gap-Marke gewesen, also vom Tageschart, nein, sorry, vom Tageschart. Und die wurde jetzt wie oft hier angetestet und mit dem Bruch hier, auch wenn man jetzt den 15 Minuten Close abgewartet hat, konnte man hier Gewinne mitnehmen.
Und diese Marke war eben damals gedacht für den Bruch des Rainbows, also aber dann direkt. Der läge eben hier bei 10.910 lag er dann im Laufe des Tages. Also hier ging es dann eigentlich schön auf, das Setup. Hier gab es nochmal einen Rücklauf direkt an die Marke und nochmal eben an den EMA 200 im 15-Minuten-Chart. Schauen wir hier kurz in den 30er, ob sich da noch was heraus oder ableiten lässt. Hier sind wir jetzt unter der Wolke und knapp eben unter dem Rainbow. Also hier könnten noch Anschlussverkäufe kommen, aber bislang habe ich jetzt hier auch noch kein neues Setup erstellt, denn nachbörslich sind Zahlen von Facebook rausgekommen und die sind erstmal sehr gut aufgenommen worden. Es gab kurzzeitig ein Plus von über 5%. Aktuell, ja, ist nur noch ein Plus von etwa 2% übrig. Aber eben auch mal schauen, was die asiatischen Märkte eben noch machen. Im Stundenchart ist der DAX noch über der Wolke. Hier gibt es vielleicht einen bärischen Schnitt dann von dem EMA 10, EMA 38. Und auf 4-Stunden-Basis liegt jetzt der Kurs eben auch zum ersten Mal seit langem wieder unter dem EMA 10. Vielen Dank und bis morgen.